Simone Kowalski ist wieder da. Die GNTM-Gewinnerin von 2019 meldet sich zurück, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen monatelang untergetaucht war. Jetzt scheint Simone wieder fit zu sein und hat einen großen, aber auch umstrittenen Modeljob ergattert. Sie hat sich für den Playboy ausgezogen. Simone wird in der Mai-Ausgabe des Magazins zu sehen sein. Im Interview mit Bild schwärmt Simone von dem Playboy-Shooting. Die Nachricht, dass ich auf dem Cover von dem Playboy sein darf, ist einfach nur atemberaubend. Ich bin sehr stolz, dass ich hier heute in Kapstadt sein darf mit dem ganz großen Team und einfach ein Teil sein kann von der großen Playboy-Familie. Was sagst du dazu, dass Simone bald im Playboy zu sehen sein wird?